Ich kann es nur versuchen. Ich kann es schaffen. Europa, Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es gibt keinen Hunger. Wenn ich es schaffe, dann schafft es auch meine Familie. Ich werde genug verdienen. Hier. Als ich meine Heimat verlor, war ich noch ein Kind. Gerade 14 Jahre alt. Milizen zogen 1990 durch Liberia. Jeder kämpfte in dem westafrikanischen Land gegen jeden. Bürgerkrieg! Ob meine Mutter und mein Vater noch leben, weiß ich nicht. Elendslager. Asyl bei Verwandten in Nachbarländern. Nirgends bleibe ich lange. Jetzt bin ich hier! Seit 6 Monaten bin ich nun in Nouadhibou. Es soll meine letzte Station sein. Doch diese Woche, bei Einbruch der Dunkelheit, will ich mich in den Rumpf eines Schiffes zwängen. Bis zu den Kanaren will ich darin kommen und ein neues Leben beginnen! Es gibt für mich genau 2 Chancen. Entweder ich erreiche Europa oder ich sterbe eben auf dem Weg. In Afrika gibt es keine Möglichkeit. Es gibt keine Arbeit, keine Ausbildung und nur Gewalt, Gewalt, Gewalt! Für nichts, alle Bemühungen für nichts. Nur Absagen, nichts als Absagen. Bemühungen für ein Visa-Programm in Australien, dann in Kanada, aber nichts als Absagen. Es sind einfach zu viele, die hier weg wollen. Ich kenne niemanden, der hier bleibt. Für unsere Tickets arbeiten wir. Den Tag stehen wir am Hafen zwar wie Prostituierte und warten auf Arbeit. Auf dem Fischkutter oder auf einer Baustelle. Mehr als 3 Dollar pro Tag kriegt keiner. Meist ist es sogar weniger. Einen Tageslohn fürs dreckige Zimmer. Den Rest spare ich. 600 Dollar habe ich bereits. Das reicht. Schon kurz nachdem wir ablegen, erbrechen die meisten. Für die meisten ist es nämlich die erste Bootsfahrt in ihrem Leben. Schon der Seegang macht ihnen Angst. Es dauert keine Stunde, da schreien die meisten. Bald sorgen nur noch Schläge für Ruhe. Ruhe! 80 Tage lang müssen wir 30 bis 40 Menschen 4 bis 5 Tage lang eng aneinander gedrängt hocken. Also sind die Knie wund, die Gelenke werden steif. Das Salzwasser brennt in den Tunneln. Das Wasser mischt sich mit Kot und Urin ein. Unerträglicher Gestank legt sich auf die Atemwege. Als die Polizei das Boot mit den Sinne gelesen, dann findet sie. Vegetieren die meisten nur noch vor sich. Die meisten Menschen kennen das Risiko einer solchen Überfahrt bis heute. Ich kenne die Horrorgeschichten. Ich habe die Fotos im Internet gesehen. Aber mir bleibt nichts anderes. Ich muss es versuchen. Ich habe es meinem Sohn versprochen. Wenn ich Europa nicht erreiche, soll meine Frau ihm nie von mir erzählen. Ich kann es nur versuchen. Ich kann es schaffen. Ich schreibe euch eine Mail, wenn ich angekommen bin. Dann kommt ihr mich besuchen. Bis heute hat er nicht geschrieben. Lotta, Papa ist doch gleich zu Hause. Hallo.
Hallo, Liebling! Wie geht's euch denn? Wie war Ostern? Ach ja, ja. Ganz gut. Und dir? Ja, auch. Ach Lotte, jetzt lass ich den Papa bitte erst mal essen. Der hat doch bestimmt Hunger. Das Essen schmeckt so viel besser als dieses ewige Kantinenessen. Aber du kochst eh viel zu gut. Oh Gott, vielen lieben Dank. Ja, also wir hatten ja diesen Großeinsatz an der spanischen Küste. Ja. Und da haben wir diese neuen Hubschrauber ausprobiert, von denen ich dir erzählt habe. Stimmt, hast du gesehen? Sündhaft toll. Ich muss sagen, es ist viel angenehmer, übers Meer zu fliegen, als auf diesem Schiff festzuhängen. Naja, und als wir da ankamen, die Boote waren quasi schon untergegangen und viele Menschen sind auch schon ertrunken. Aber ich meine, wenn die mit diesen unglaublich instabilen Booten hier rüberfahren, ich verstehe es einfach nicht. Leute, jetzt noch bitte auch auf die Hände. Ja, naja, gut, aber wenigstens kommen sie ja die meisten. Schaffen Sie sich doch bitte die Waffe nicht auf den Tisch. Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Also, Kai hat gesagt, das kann doch nicht so gut, wenn er die Waffe hat. So, wen rettet denn der Papa? Mal, pass mal auf. Stell dir doch mal vor, du wirst von Mama und mir getrennt. Dann willst du doch so schnell wie möglich zurück zu deiner Familie. Und ich bringe die Leute, die hierher kommen, zurück zu ihren Familien. Zu ihren Mamas und Papas, zu ihren Brüdern und Schwestern. Na gut, Füße, geh dir doch bitte schon mal die Zähne putzen, ja? Und zieh gleich deinen Schlaf auf. Ja, ja. Wie war dein Arbeitstag in der Schule? Ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr solltet ja auf dem Arbeitsblatt die Aufgabe 2 bearbeiten und Lösungsvorschläge zur Migrationsproblematik in der Europäischen Union herausarbeiten. Wenn ihr in den letzten Stunden aufgepasst habt, dann dürfte euch das eigentlich nicht schwerfallen. Tina? Ja, also, wir haben rausgefunden, ist halt zu teuer. Ja, ja, nun gut, kannst du mir sagen, was genau du damit meinst? Na, wenn die alle hierher kommen. Wenn ihr zum Beispiel zur Schule gehen wollt. Für die Wirtschaft. Ja, gut. Und was sind eure Vorschläge zur Eindämmung der Flüchtlingsströme? Naja, man macht da ja schon relativ viel. Grenzbewachung. Gesundheitswesen. SOS-Kinderdörfer. Ja, nun gut. Also ihr müsst sehen. Zur nachhaltigen Lösung der Migrationsproblematik ist es halt vor allem wichtig, die Fluchtursachen der Flüchtlinge zu bekämpfen und diese zu unterstützen, das ist nicht mehr gut. Ja, genau, das meinten wir. Ja, nun gut. Lernt es, es ist nicht ganz gut doch. Ja. Was haben wir gelernt? Zeit für die Nachricht. Weil der gewinnt, weil der ist schlau. So wie mein Papa. Ach, so eine kluge Süße. Kai?